Hey Leute, willkommen zurück zu Tiny Rogues. Wer wird's denn heute? Neuer Run, neues Glück. Und wen haben wir hier? Cleric. Habe ich ja schon länger nicht gespielt. Interessant. Gut, er hat natürlich eingebaute Heilung. Ich muss gerade noch mal ganz kurz schauen. Ja, das war das mit der Bibel, das weiß ich noch. Talisman. Und die Robe. Okay, damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Er hat halt keinen Start-Dex. Wobei, ja, wie immer, ne? Decks, 10 Decks wären halt schon ganz nett. Was jetzt die Storm in a Bottle angeht, werde ich dabei erstmal bleiben. So, und ich gucke jetzt nochmal ganz kurz. Das genau, einmal Wiederbelebung. Es könnte natürlich auch gut sein mit hier Storm in a Bottle, mit Wiederbelebung und dann Megadeath. Könnte halt schon ganz nett sein hier. Diesen Talisman, ja, ist okay, aber irgendwie jetzt auch nicht so der Knaller. Ich würde sagen, ja, womit starten wir? Ich nehme jetzt direkt hier Bomben, bevor das wieder so blöd läuft. Bin da jetzt vorsichtig. Mindestens eine, besten zwei Bomben in der Hinterhand haben. Gut, Gold wollen wir nicht. Für den Moment jedenfalls nicht so wenig. Seelen brauchen wir auch nicht. Schlüssel ist schon mal ganz nett hier am Anfang. Aber werden wir wahrscheinlich auch so noch nicht brauchen. Überleg halt auch schon mal, ob ich nicht vielleicht diese Schlüssel am Anfang auch weniger benutze. Und mir die dann eher für wirklich gute Kisten aufhebe. Hier wird es nochmal Decks geben. Ich nehme jetzt doch mal Bomben. Gut. Da hätten wir Decks hinter der Tür. Decks ist, glaube ich, für uns jetzt nicht so wichtig. Dann nehmen wir lieber das hier mit. Wobei ich natürlich schon gerne Weapon-Upgrade. Okay, das könnte noch ganz... Das könnte uns auf jeden Fall Gold sparen. Schlüssel haben wir auch. Ich glaube, ich würde mit ihm vermutlich auch mehr in Richtung Int gehen. Gut, was aber letztendlich auch davon abhängig ist, was wir dann für eine Waffe bekommen, die auch was braucht. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht hier mit Ruthless. Das in Kombination dann vielleicht mit Attack Speed. Ich nehme das direkt am Anfang, weil das ist, glaube ich, ganz okay schon mal so. Jetzt bräuchten wir noch ein bisschen mehr Attack Speed oder eine Waffe mit mehr Attack Speed und dann wäre das mit Ruthless schon um einiges stärker. Ein Helm. Gute Frage. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier so. Ach ja. Diese tolle Waffe verleitet mich dazu, einfach immer zu nah an ihm dran zu sein. Mal ein bisschen aufpassen, wobei das jetzt auch nicht so schlimm ist. Da war eh geheilt werden. Von daher, solange ich dabei nicht drauf gehe, sehe ich das jetzt nicht so als schlimm an. Gut, was gibt's? Seele. Naja, eher nicht so. Genau, dann kriegen wir hier auch in. Wir haben schon zwei Schlüssel. Dann hole ich mir auf jeden Fall, glaube ich, am Anfang erstmal wieder mehr Stats. Sollte ich irgendwo da mal mehr Gold bekommen, werde ich das vermutlich mitnehmen. So, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir können schon mal direkt eine andere Waffe bekommen. Diese Chakrams sind halt auch nicht so verkehrt, aber skalieren halt auch besser mit Decks. Haben auch noch Poison und Crit-Chance. Ja, das ist gar nicht mal so ohne. Und mehr APS. Ansonsten Violent Icicle Wand.
Könnte man halt auch nehmen. Er macht halt nicht so viel Damage, das Ding, ne? Hat halt mehr Crit und so, aber irgendwie weiß ich nicht. Range von 120 hat das Ding. Range, das hier fällt, glaube ich, eh flach. Ich würde schon sagen, ich glaube, ich nehme erstmal das hier. So. Mal gucken, wie das damit funktioniert und läuft. Es dauert halt immer einen Moment, bis die verschossen werden. Momentan ist das halt auch noch nicht so ein Problem. Aber gerade wenn man dann irgendwie sehr viel schnellere Gegner hat oder schnell die Richtung ändern muss, sieht man hier auch gerade ganz gut, wie lange das dauert. Könnte das wirklich ein Problem werden. So, wir haben 3 Bomben. Ich nehme jetzt einfach nochmal Bomben. Was soll's. Die Dinger machen schon ganz gut Schaden. So, Int hätte ich natürlich auch direkt wieder ganz gern. Gut, dann haben wir jetzt schon 8 Int und Blacksmiths fällt erstmal flach. Warrior Stash, gut, wir haben Schlüssel. Da würde ich vielleicht sogar da noch reingucken. Ich bin nicht so der Fan von Eis oder Frost in diesem Spiel. Bleed Damage, ja super. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gebraucht. Gut, da kriegen wir gleich noch einen Trade. Nehmen wir natürlich mit. Und jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Lightning Strike würde ich jetzt nicht nehmen. Plus 2 Mana. Das wäre schon was, aber dann würde ich mich halt jetzt schon definitiv festlegen im Prinzip. Da bräuchte ich auf jeden Fall eine Waffe mit Mana. Sonst muss ich das am Ende... Oder ich könnte es halt am Ende wieder austauschen. Einen Shop brauchen wir halt erst gar nicht gucken. Das Knockback ist halt echt schon hilfreich. Noch mehr Bomben. Jetzt haben wir aber mehr als genug. So, Body Armor würde ich... Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Glaube ich, sag erstmal, wir nehmen... Wir nehmen Gold. Okay, mit dir ist das natürlich so ein bisschen blöd hier. Oder ich müsste einfach mehr vorhalten. Aber dafür muss man dann halt auch immer wissen, wo sich die Gegner dann genau hinbewegen. In so einer Bewegung ist es natürlich erstmal kein Problem. Aber das geht auch noch. Aber so ab Ebene 8, Ebene 9... Also 9, dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Und wenn wir uns natürlich auf jeder Ebene dann auch wieder hochheilen. Und 3 Herzen sind natürlich auch Herzen hier interessanter. So, wir könnten da was bekommen, aber gut, nehmen wir Stärke. So 10 Stärke würde ich halt schon gerne haben, einfach um so ein Herz mehr rauszukriegen. Aber Stärke würde ich, das habe ich jetzt auch erstmal nur genommen, um, ja, mehr Level zu kriegen. Eine goldene Truhe. Wir haben jetzt nur einen Schlüssel, da würde ich jetzt erstmal drauf verzichten und lieber das Gold nehmen, weil diese goldenen Truhen sind zum Teil schon okay, aber ich glaube, bisher fand ich die jetzt nie so toll. Da gibt es noch mehr Int. Wir brauchen auf jeden Fall eine andere Waffe. So, Mage Stash wird, glaube ich, schon ganz gut passen. Für Taverne haben wir jetzt noch nicht so viel. Ah, ich lasse mich schon wieder zu oft treffen. Das lässt nicht
Das lässt nichts Gutes erahnen. Für das, was da noch kommen wird. Increased Man. Ja, ja. Okay, ne? Also. Ist jetzt nicht verkehrt, aber ich bleibe jetzt erstmal beim Herzen. Gut, Shop oder Bomben? Bomben brauchen wir halt nicht. Was haben wir denn hier? Heilung ist halt relativ günstig und ich habe schon was verloren. Wir finden mehr Bomben. Diese anderen Sachen, Random Enchantment, können wir uns eh nicht leisten. Ich hole mir einfach mal hier so einen Heiltrank und ob wir das jetzt brauchen, ich weiß nicht. Gut, Bleed brauchen wir halt auch überhaupt nicht, aber dafür jetzt 15 Gold rauszuhauen. Ja, nee. Ich sag mal nein. Nochmal so ein Ding. Okay, heben wir uns auf jeden Fall auf. Ranger Stash. Wir haben halt keine Schlüssel. Gold können wir auf jeden Fall bisher auch noch sehr gut gebrauchen. Das ist halt auch immer so eine Sache. Es kann halt so laufen, dass man eine ganze Zeit kaum Gold hat. Oder man hat auf einmal Unmengen von Gold. Auch dieses eine Event, wo man da, weiß ich nicht, wie viel das jetzt waren, 120 Gold oder so auf einen Schlag bekommt. Aber auch so als Boss-Rewards, dann Goldbelohnung, wenn es nichts anderes gibt. Da kann schon sehr schnell sehr viel Gold zusammenkommen. Deswegen sage ich mir am Anfang hier halt auch immer, das ist jetzt alles erstmal nicht so interessant. Wir haben jetzt 40 Gold. Bei mir liegt das so bei 60 Gold, wo ich sagen würde, das ist okay, weil ich glaube, für 50 waren es 50 Gold, kriegt man Storm in a Bottle. Da spekuliere ich halt immer drauf. Und generell, wenn man jetzt mal so an Shop denkt, die meisten Sachen sind da auch jetzt nicht so teuer. Ich kaufe da auch eher meist so Sachen, die kosten vielleicht mal so, weiß ich nicht, 8 oder 15 Gold. Und das war's dann auch. Gut, was das hier jetzt angeht. Also Seelen ist halt, ne? Könnte mal, ich nehme jetzt mal hier die Schuhe. Weil da könnte man theoretisch Movement Speed bekommen. Und würde ich schon nehmen. Also. Gott, ist das Ding träge. Hat er nicht sonst immer zweimal auf diese Dinger geschossen? Jetzt waren es 3. Oder ist es auch ein bisschen random? Ich meine, es wären bisher immer 2 gewesen bei mir. Es ist aber auch nicht so einfach, mit dem Ding hier echt zu treffen. Auch schon bei Gegnern, die vielleicht gar nicht mal so schnell unterwegs sind. Ja, mach du mal. So. Das war jetzt nicht so gewollt. Und was gibt's Tolles? Stamina Recovery Speed ist jetzt nicht super, aber ist okay. Wir haben ja halt auch noch nicht so viel Stamina. Also ist es schon besser. Man darf sich halt nicht bewegen, weil bis das dann neu justiert wird, die Schussrichtung, ist das halt echt nicht so der Knaller. Wenn man dann hin zickzack läuft und ausweicht und dann da versucht, mit dem Ding auf dem Ziel zu bleiben, das ist schon ein bisschen schwieriger. Mehr Herzen, super Sache. Ja, dafür nehme ich eigentlich auch Stärke. Dann kann ich auch das direkt nehmen. Uiuiui. Einfrieren, hier frosten, ist natürlich schon nicht verkehrt, ne? Aber ich hätte trotzdem lieber eine Waffe, die mehr Schaden macht. Gut, ein Herz mehr, das ist doch schon mal super. Bomben braucht man nicht, Infusion können wir dann direkt schon mal mitnehmen. Das wäre natürlich super, wenn ich langsam mal die Möglichkeit bekommen würde für eine neue Waffe.
Feuer ist auf jeden Fall auch eine gute Sache. Gut, Armory. Ja, auf jeden Fall. Dann verzichte ich auf den Schlüssel. Was haben wir denn? Piranha Gun. Alles klar. Inflicts Piranha Bites. Okay, das könnte halt... Es ist eine Gun, ne? Also, interessant. Gute Frage. Mana Scepter, das war halt von diesem Angriffsmuster nicht so gut. Also von diesen drei Sachen würde ich wirklich das Ding nehmen. Warum kriege ich davon auf einmal so Super Mario Vibes? Könnte ich auch schon aufwerten? Lassen wir erstmal. Lassen wir das erstmal so. Okay, das war wieder mit Verzauberung bei dir. Will ich das mit der Waffe machen, ist halt so eine Sache. Ich würde mal eher... Das würde halt jetzt passen, ne? Dann müsste ich mich mal von irgendwas... Ja gut, das Ding... Ist halt... Nee, ich schmeiß das mal raus. Das war jetzt hier... Probier das einfach. Moment, wie funktioniert das denn? Ich kann beim Blacksmith bis Level 3 gehen, richtig? Wenn ich das jetzt benutze, heißt das, das erhöht die Waffe, das Waffenlevel nur um 1? Ja, um 1. Das heißt aber, damit könnte ich noch nicht zu 4, ne? Also bis 4 gehen, sondern ich müsste erstmal beim Blacksmith bis 3 und das dann benutzen, damit ich dann auf 4 komme, richtig? Ich glaube. Bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich vermute es mal. Und aus Jux und Dollerei nehme ich jetzt einfach mal das Ding hier. Gut, dann könnten wir auf jeden Fall die andere Klasse auch freischalten. Dann könnte ich mit der nochmal den normalen Tod machen. So toll kommt mir das Ding halt noch nicht so vor. Gut, wir haben einen Schlüssel. Dex ist halt so, wir haben noch gar keinen Dex. Also das könnte echt ein bisschen blöd werden. Ich hätte gern aber erstmal das hier. Die Frage ist halt auch, wie macht man denn... Man muss halt doch auch eine Möglichkeit haben, diese Waffen stark zu machen. So, was gibt's? Snow Angel. Okay. Ja gut, Frostbite ist jetzt nicht so verkehrt. Aber sowas will ich jetzt eigentlich nicht haben. Da hätten wir jetzt noch mehr Int oder ein Soul Heart, dann würde ich echt sagen, wir nehmen mehr Int. Sind halt auch zielsuchend. Also von daher... Wären die ja schon was für mich. Also ein 3-Schuss-Magazin. Oder 3 Schüsse ein bisschen nachladen. Ich weiß ja nicht. Keen Mind, das ist schon wieder ein bisschen sehr speziell, würde ich fast sagen. Ich könnte noch mal irgendwas anderes gebrauchen. Rampage. Das wäre halt auch nicht so verkehrt. Da würde ich echt sagen... Wir nehmen Rampage. Gut, da gibt es einen Würfel oder Gold. Ich nehme mal das Gold. Also Stamina regeneriert sich schon recht schnell mit den Schuhen. Können wir wieder Boots bekommen. Oder wir nehmen jetzt was anderes. Beim Herzen bleibe ich erstmal. Und was die anderen Sachen so angeht, ich glaube... Oder andere Schüchen. Dieser Ring ist halt... Den kann ich gut verzichten. Jetzt ist die Frage, wie gut das hier mit...
mit dieser Schusswaffe funktioniert. Das Gute ist halt wirklich dran, die Dinger sind zielsuchend. Auch wenn es nur 3 Schuss sind, aber im Grunde trifft eigentlich jeder immer davon. Und dann noch Schaden über Zeit dazu. Das ist trotzdem keine Waffe für den Tod. Base Magic Damage. Ja, sowas halt schon eher. Als hier Seelen brauchen wir halt nicht. Ich mach das einfach mal aus Jux und Dollerei mit der Knarre hier. Mehr Int. Oder Blood Chest. Ah, das könnte natürlich schon... Ja, komm, nehmen wir Blood Chest mal. Und... Level up. Okay, nehme ich. Nehme ich. Gut, jetzt kriegen wir Endschlüssel, haben wir nicht mehr. Ah, das ist halt... Ja, komm, ich will zumindest... Ich will zumindest einen Schlüssel haben. Die sind aber auch richtig zielsuchend, die Dinger. Die drehen ja noch mal komplett um. Alchemy Stash, wir haben jetzt nicht mehr so viel Platz, aber es... Wäre halt jetzt auch nicht so verkehrt, würde ich sagen. Oh Gott. Ja, da will ich was reinlocken. Das sind aber echt... So ein paar Tränke. Attack Speed, das nehmen wir mal. Okay. Critical Hit Chance. Ja, schön und gut. Hauen wir uns auch schon direkt rein. Antidote Potion. Das Dingen. Ich, ganz ehrlich, dann schmeiße ich den Stab raus. Und dann nehmen wir einfach die Potions mit. Dann machen wir das halt so. Gut, 37 Gold. Und hier haben wir einen Shop. Was haben wir denn hier? Bomben. 7 Gold. Stamina oder Stamina-Regeneration würde ich jetzt, glaube ich, nicht kaufen wollen. Schlüssel für 10 Gold ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Wir haben jetzt nicht so viele. Plus 3 Int nehme ich natürlich mit. Oh, das ist eine blöde Position. Wir haben auf jeden Fall noch genug Bomben. Dann nehmen wir das Gold. Verdammt! Okay, das passt ja schon mal. So, Antidote Potion. Blacksmith. Ja gut, dann gehen wir hier hin und haben das jetzt auf Stufe 3. Benutzen jetzt hier diese Waffenpfeile. Haben jetzt plus 4. Und macht jetzt 593 Damage. Halt auch nicht so viel, ne? Also... Gut, da wird es noch Int geben. Mal gerade noch mal gucken. So C und C war das. Ja, das Problem ist halt, wir haben nicht so wirklich Decks. Plus 3 Stärke. Na gut, könnte man halt schon nehmen. Um dann vielleicht dann auch auf 10 zu kommen. Oder wir finden vielleicht noch eine bessere Waffe, aber dann hätte ich das Ganze noch nicht benutzen sollen. Das ist halt auch die Frage. So, 2 Herzen. Was haben wir hier? Crit-Hit. Das hebe ich mir erst nochmal auf. Das Herz behalten war auch so. Ranged Weapon würde ich jetzt... Ist halt echt die Frage. Oder Stats? Stats, ja...
ich mach das jetzt hier mit der Knarre. Was soll's? Aus Jux und Dollerei. Einfach mal so. Warum nicht? Kann man nämlich auch wunderbar immer schön weit weg vom Gegner bleiben. Das war knapp. Je weiter man weg ist, desto mehr hat... desto einen höheren Reaktionszeitpunkt hat man. Oder beziehungsweise Reaktionsgeschwindigkeit. Oder mehr Zeit zum Reagieren, mein Gott. So. Plus two hearts, ja genau. Keen Mind, ja, okay. Vitality, okay. Ich nehme jetzt Keen Mind. Ja, komm hier. Was soll's. Es ist schon mehr. Das ist schon mehr, aber das wird trotzdem... Also ich glaube nicht, dass diese... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich... Also, dass die Waffe für den Tod geeignet ist. Irgendwie nicht so richtig. So, Bloodchest oder Mage Stash. Ich glaube, ich nehme mal Mage Stash. Aber der Hai kassiert ja echt gut. Mein Gott. So, und wenn ich jetzt aufhören würde, hier einfach überall reinzulaufen, das wäre schon mal eine super... Sache. Plus one Mana. Müssen wir das Herz eintauschen. Ich nehme das Ding einfach mal mit. So. Drei Bomben haben wir noch. Dann gibt es hier noch mehr Int. Wir sind auch schon fast bei 20. Gold. Na, noch mal ein paar Bomben. Am besten wäre es natürlich, wenn ich mit dem Ding hier... Das kann man halt nicht so gut steuern, glaube ich. Dass man unterschiedliche Gegner trifft, weil die dann halt wieder dahin fliegen, was gerade am nächsten ist. Aber dass alle so einen Dot verpasst bekommen, wäre halt auch nicht so verkehrt. Gut, wir kriegen hier noch mal Int. Wir haben ein bisschen wenig Gold, deswegen denke ich mir das jetzt mal. Bomben haben wir noch genug. Ja Gott, okay, man kann doch mehr treffen, aber da muss man schon einfach gut laufen. Gold nehmen wir, weil wir haben nur einen Schlüssel. Na gut, mehr Bomben oder Seelen, dann nehme ich natürlich die Bomben, weil... Seelen sind nutzlos. Selbst wenn einer nur davon trifft. Also durch den Dot kommt da doch schon einiges zusammen. Gut, die Waffe haben wir halt jetzt auf Max. Das ist halt... Deswegen fällt der auf jeden Fall flach. Ich muss halt alles irgendwie nehmen, um halt diese Waffe zu boosten. Curse Dispel ist eine super Sache. Random Range Weapon. Der Ring ist halt schon... Okay. Die Frage ist halt... Das Ding wirkt sich halt auch nicht auf diese Knarre aus, ne? Ich glaube nicht. Obwohl es ja im Prinzip eine Magiewaffe auch ist. Aber irgendwie... Gut, nehmen wir hier nochmal einen Ring und gucken mal. Ich muss auf jeden Fall mit dem Ungedäsche aufpassen, dass ich es nicht übertreibe.
einmal dashen, dann kurz warten, dann kann ich wieder dashen. Das geht eigentlich so vom Timing her. Sollte halt auch schon in die richtige Richtung schießen. Komm schon. So, das dürfte doch auch kein Problem sein. Area of Effect Radius, das brauche ich ja halt auch mal so... Ganz und gar nicht. Nicht so wirklich. Also bis hierhin geht's aber noch mit dem Schaden. Dass es sinnvoll wäre, einfach diesen Dodge-Schaden zu erhöhen, weiß ich nicht. Das ist halt schwierig. Ganz ehrlich, wenn das schon nichts... Okay, nee, im Moment, das müsste ich halt wieder... Das war eine Offhand. Das funktioniert so nicht. Gut, das Ding schmeiße ich dann einfach mal raus. Magic Damage. Ja gut, ich könnte das auch rausschmeißen und nehme das erstmal noch mit. Aber im Prinzip... Ist das alles nicht so wirklich nützlich? Noch mehr Int. Aber geschwind. Für sowas ist diese Waffe natürlich schon wirklich nett. Da können die noch so schnell sein. Die werden trotzdem von den Dingern getroffen. Ein Schlüssel Armory. Ich guck mal. Rocket Launcher. Ja, nee. Gut, das wäre aber Stärke und... So theoretisch könnte man das halt auch nehmen. Arcstaff würde ich jetzt nicht nehmen wollen. Diese ganzen anderen Sachen hier. Ich nehme es mal hier, Attack Speed. Ich nehme einfach mal das Ding mit. Könnte man für einen Boss nehmen. Oh! Mana oder Int. Wir haben halt schon so viel Int. Ich habe jetzt aber auch nichts, was noch irgendwie zusätzlich mit... Also eine Synergie zusätzlich mit Mana hat. Deswegen ist das so ein bisschen... Ich nehme trotzdem. Das ist auf jeden Fall seltener als Mana an sich. Auch wenn plus 3 jetzt auch nicht so... häufig überall ist. Es wäre halt so super, wenn ich irgendwas hätte, womit ich komplett den Reload Speed wegmachen könnte. Das wäre halt echt super. Drangslayer Stash. Können wir ja mal gucken. Warum nicht? Und Bone Wand. Superior Bone Wand. Ja, okay, ne? Also. Will ich trotzdem nicht nehmen. Ich will dabei bleiben. So. Bomben brauchen wir nicht. Schauen wir mal, was gibt's denn hier? Luck. Okay, ist nur alles voll. Dann hauen wir uns das mal direkt rein. Hauen uns das direkt rein. Movement Speed hauen wir uns dann auch rein. Das packen wir wieder ein und das kann ich halt alles so nicht zerstören. Ranger Stash ist halt keine Option, wir haben keinen Schlüssel mehr. Dann haben wir da jetzt noch so eine Falltür.
Okay, Falltür ist jetzt auch nicht irgendwie ganz richtig, ne? Weil Schlüssel und so. Oder haben Falltüren Schlösser? Ich weiß es nicht. So gut kenne ich mich mit Falltüren nicht aus. Random Infusion würde ich auf jeden Fall gerne mitnehmen. Einfach hier quer in den Raum ballern. Irgendwas treffe ich damit schon. Cold. Cold ist halt, wie gesagt, so eine Sache. Weil wir haben jetzt das Gebiet hier. Das sollte ich mir vielleicht dann doch mal aufheben. Aber ich kann halt von den anderen Sachen... Nee, Moment. Hält ja sowieso für 10 Räume. Kann ich das ja auch jetzt schon benutzen. Gut, da gibt es mehr Int. Ah, oder ein Würfel. Aber wir haben keinen Platz. Potion Effects are permanent. Attack Speed, nee, das würde ich jetzt nicht nehmen. Power of Nature. Elemental Damage. Na gut, das ist jetzt... Ist das Elemental Damage? Keine Ahnung. Decay. Ich meine, das könnte ich mal ausprobieren. Habe ich noch nie benutzt. Bis zu 100% mehr. Dann wären das 300%. Schaden durch Dots. Ist halt nur die Frage, wie schnell das hochtickt. Ne? Ich habe jetzt auch nur noch einen Würfel, den würde ich mir erst nochmal aufheben wollen. Und notfalls können wir später das mit Decay dann auch noch austauschen. Ja gut, also im Prinzip alle 2 Sekunden. Bei Bossen ist das vielleicht nicht so verkehrt. Schlüssel will ich jetzt nicht für so eine Kiste benutzen. Was ich mir bei DK jetzt schon so ein bisschen dachte, die Waffe macht halt nicht so viel Schaden. Wir sind also schon generell ein bisschen länger in so einem Raum. Da könnte sich das vielleicht sogar lohnen. Gut, Piranha Bites ist nicht Elemental. Ja, okay, aber es ist ein Dot. Das wären dann insgesamt 300%. Ah, das muss dann halt auch erstmal auf 100 hochkommen, ne? Ich meine, das ist jetzt erst bei 35. Wie lange soll das bitte dauern? Hallo, mein Freund. Naja, mach du... Ah, ja, das war der blödeste Treffer überhaupt gerade. Ich habe heute schon wieder ein Händchen dafür. Das war jetzt... Das wäre jetzt mehr glücklich als alles andere, aber hey... Gott, ja. Ich sollte vielleicht nicht... Das geht schon. Je höher das dann tickt mit dem... Oder wir müssen noch irgendwas haben, um noch mehr Dodge-Schaden dann zu bekommen. So, das ist auf jeden Fall dann besser, würde ich sagen. Mehr Gold kann jetzt auch nicht so verkehrt sein. Auf jeden Fall mal was anderes ausprobieren. Das kann dann natürlich vielleicht hier und da auch mal in die Hose gehen, komplett. Aber anders findet man das halt auch nicht raus. So, mehr Int... Nicht verkehrte Taverne. Dafür haben wir jetzt ein bisschen wenig Gold, leider. Ach, Mann. Was ist denn hier schon wieder los? Okay. Stärke. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Wir haben... Ranger Stash würde ich mal links liegen lassen, glaube ich. So. Infusion. Könnten wir nehmen. Auf jeden Fall goldene Truhe will ich nicht. Lieber irgendwie eine bessere Truhe. So Dragon Slayer Dingens oder halt was anderes.
Weil die Sachen, die ich aus dem goldenen Truhe kriege, die kriege ich eigentlich auch woanders her. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich schmeiß das einfach raus. Area of Effect ist halt... Ja, ne? Gut, Schrein würde ich, glaube ich, jetzt nicht nehmen. Ich versuche jetzt auf jeden Fall, glaube ich, möglichst hoch in zu kriegen, wenn ich schon ein Dex habe. Das ist manchmal ein bisschen blöd, wenn man versucht, irgendwas Bestimmtes zu treffen, aber die Dinger sind so zielsuchend, dass sie quasi sonst wohin fliegen. Blacksmith brauchen wir nicht. Nochmal Random Infusion. Die Frage ist halt... Gucken wir mal. Wenn das wieder irgendwie doppelt sein sollte, dann werde ich das dann direkt benutzen. Sonst werde ich das, glaube ich, erstmal... Wobei, ich habe halt keinen Platz mehr. Also werde ich dann auf jeden Fall irgendwas benutzen müssen. Aber es ist Feuer. Gut, dann können wir auch einmal Feuer benutzen, weil die stacken ja sowieso nicht. Ich könnte jetzt hier auch noch Decks kriegen. Hm, okay. Dann hätten wir schon ganze zwei Decks. Also es ist nicht unmöglich, noch auf 10 zu kommen. Machbar wär's. Aber gut, ich habe das jetzt erstmal nur mitgenommen, um Level abzukriegen. So, Event oder Alchemist Dash. Ich nehme das Event. Event, Event. 10% mehr Schaden gegen Bosse. Ist natürlich schon... Ich glaube... Würde wirklich eher den Ring nehmen. Einfach um den Schaden möglichst hoch zu kriegen. Gold haben wir jetzt eigentlich erst schon mal wieder genug. Obsidian Chest wäre natürlich auch eine Option. Ich glaube, ich werde jetzt die einfach mal nehmen. Lightning Boots. Ob das so eine... Nee, also ich habe halt so wenig Stamina, das ist halt keine Option. Random Magic Weapon oder Luck. Das ist halt auch so eine Geschichte hier jetzt, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bleib dabei. Okay, dich hier mit zu treffen ist natürlich auch schon... Ah gut, ist auch zielsuchend. Das ist natürlich super. Oh, das ist echt super. Hatte ich bisher, glaube ich, so noch nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich damit, glaube ich, auch noch nie gespielt habe. Außer mal kurz rumgeballert. Aber gerade gegen Bosse ist es halt echt nicht verkehrt. Gut, aber es könnte halt auch gut sein gegen normale Gegnerräume. Aufgrund des Splashes. Schlüssel oder Int. Wir könnten auf jeden Fall locker 30 Int schaffen. Und ich verzichte jetzt erstmal auf den Schlüssel. Ach herrje, du kriegst da jetzt überhaupt nicht so viel Schaden durch. Ich glaube, hier werde ich dann erstmal Rocket Launcher benutzen. Okay, was haben wir hier? Transcendence. Single Out wäre natürlich für den Tod wieder super, aber ich guck mal, was gibt's denn hier noch? Toll. Crit garantiert, Brawler. Ist halt auch so eine Sache. Wir haben halt nicht so viel Attack Speed. Ich glaube. Na gut, beim Tod können dann halt auch mehr Gegner da sein. Moment, sind beim Megadeth Spawn da auch mehr Gegner? Weiß ich jetzt gar nicht. Also beim normalen waren da, glaube ich, mehrere, aber ich glaube, bei dem war das nicht so. Ich nehme mal Swagger noch. Okay, Schlüssel ist erstmal eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Es ist schon okay hier mit den Dingen. Vor allen Dingen, wenn die nahe zusammenstehen. Gut, Bomben brauchen wir nicht, machen wir mit Gold weiter.
wenn die Dinger dann halt treffen. So, die Sache hier mit AOE-Radius brauche ich bei dem Ding, glaube ich, auch nicht so viel, weil das... Das dürfte eigentlich mehr als reichen. Cursed Shrine wäre halt... Könnten wir machen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal. Warum nicht? Was kann da schon Schlimmes passieren? Oh, Stamina. Ja, nehmen wir. Dann machen wir direkt das einmal so. Und dann müssen wir mal gucken. Das Problem ist, das Ding ist halt nicht aktiv, wenn ich... Wenn ich das Ding ausgerüstet habe. Goldene Truhe, nö. Das haut auf jeden Fall wesentlich besser rein. Wow. Vor allen Dingen schon die Sache hier mit... Ruthless. Natürlich mit dem Ding auch super. In Kombination. Okay, wir haben zwei Infusions. Ich schaue mir das Event an und wir kriegen hier wieder... Ja, wir schnappen uns das Licht, Revive und Luck. Nehme ich. Warum denn nicht? So, Stärke. Dann hätten wir auch 10. Dann kriegen wir noch ein Herz mehr. Das kann ja auch nicht so verkehrt sein. So ganz zufrieden bin ich jetzt mit den Trades aber auch nicht. Wir haben jetzt 91 Gold. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal das hier. Yay, mehr Stamina. Will ich mir das... Ich glaube, das würde ich mir gerne erst nochmal aufheben. So. Ranger Stash würde ich drauf verzichten, glaube ich. Ansonsten, was haben wir hier? Schlüssel für Seelen. Rainbow Staff. Okay, ja. Oh, das wäre natürlich auch nicht so verkehrt, ne? Also... Da ist halt alles drauf. Spirit Wand. Das ist halt so eine Sache. Ich glaube, ich nehme aber die Schlüssel. Machen wir das so. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir nehmen hier die Lightning Infusion und der Ring ist halt okay. Also ich glaube, dann gucken wir mal, was wir hier noch kriegen können. So, hallo, Herr Blob. Macht halt schon ordentlich. Aua. Okay. Gerade die Sache mit Double Damage ist halt so böse. Das Problem ist nur, ich halte nicht so wirklich viel aus. So, Swornbow ist jetzt so eine Sache. Ist halt... Ja, nee. Mit dem Ding kann man hier einfach nur alles wegknallen. Kann man es halt machen. So, dann nehmen wir das mit und dann würde ich sagen, gut, hebe ich mir das jetzt noch auf oder brauchen wir, ja, ich würde gerne halt noch irgendwas tauschen. Plus 2 Mana ist okay. Ja, das ist auch okay. Dot Damage ist auch okay. Das hier ist so eine Sache. Ich glaube, das würde ich vielleicht noch mal tauschen wollen. Damit war ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Hit-Hit-Multiplier. Ah, okay, ist jetzt auch nicht so... Ich nehme jetzt Vitality, ganz ehrlich. Ich brauche halt schon Herzen, so ist es ja nicht, ne? Gut, ja.
würde halt lieber die Waffe nehmen. Verdammt. Und das mit dem Dot ist halt auch so eine Sache. Das funktioniert also mit dem Dot-Trade. Das ist damit ja auch nicht so toll. Nehmen wir hier nochmal Int. Wobei, das ist jetzt an dieser Stelle hier auch nicht so wirklich eine Option. Weil die würde ich halt schon gerne möglichst schnell erledigen. Alchemy Stash. Wir haben immerhin 3 Schlüssel. Oh mein Gott. Gut, da brauche ich auch nicht gucken, wo was ist und hat noch einen eingebauten AOE. Was haben wir denn jetzt hier? Heilung nehmen wir direkt. Luck nehmen wir auch direkt. Damage Increase würde ich mir halt auch für den Tod erstmal aufheben. Ansonsten ist das halt auch schon wieder so die Sache. Golden Chest, nein. Oh, das ist gerade ein bisschen blöd. Purging Stone kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, ist doch blöd. Also, auch wenn ich die Waffe ja eigentlich schon mag, ja, aber irgendwie Rocket Launcher ist halt eine Allzwecklösung, um es mal so zu formulieren. Gut, Bomben brauchen wir. Bomben brauchen wir nicht. Damit knall ich halt die Sachen alle sofort weg. Das ist halt schon fast lächerlich. So, Soul Heart oder mehr Int. Ich nehme jetzt. Das ist die Frage, ob ich das Soul Heart bis dahin wieder verliere. Wobei, dafür bräuchten wir halt wieder einen Schlüssel. Richtig blöd wär's, wenn ich von meinem eigenen Explosionsschaden getroffen werden könnte. Wir haben nicht mehr so viele Bomben, aber soweit ist es jetzt auch nicht mehr. Wir haben zumindest 3 Stamina. Immerhin das. So, Infusion oder Int? Ist halt die Frage. Ich glaube nicht, dass wir da noch irgendwie. Ich glaube, Infusion ist jetzt hier an der Stelle dann doch besser. Cold ist halt so eine Sache. Ah, Blacksmith könnten wir natürlich auch nehmen und dann werten wir einfach das Teil auch noch aufs Maximum auf. 6780 Damage. Okay. Ja. Gut. Dex ist halt. Oh, na gut. Nehmen wir. Würfel brauchen wir eigentlich auch nicht. Es sei denn, es ist halt der rote. Und es ist ein roter. Okay. Und das Inventar ist voll. Gut. Ist jetzt aber auch nicht so das Problem. Dann nehmen wir das, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das, dann nehmen wir das und dann haben wir auch schon alles. Wie viel haben wir dann noch? Yay! Okay, gucken wir mal. Ja, nein, vielleicht. Da auch nicht zwischenstellen kann. Ist ja schon so ein bisschen. Okay, 2,5 Herzen werden wahrscheinlich nicht reichen. Und dann noch diese Rundum-Explosion. Wie zur Hölle?
Wie viel denn noch? Jetzt mal ernsthaft. Komm schon. Oh mein Gott. Raketenwerfer regelt. Oh mein Gott. Paladin Armor. Jawohl. Geschafft. Mit schweren Geschützen geht das. Aber wie gesagt, hier ganz, ganz großen Einfluss daran hatte natürlich der Raketenwerfer in Kombination hier mit Ruthless. Hey, Instant Death. Aber geschafft! Piranha und Raketenwerfer, das ist die perfekte Mischung. Cool, dann hätten wir das. Und dann haben wir auch für nächstes Mal hier ihn. Dann spielen wir mit ihm dann halt auf normal erst nochmal mit dem Tod. Und guck mal, wie er sich so spielt. Obwohl wir den schon als Doppelgänger hatten. Aber gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Das war doch jetzt mal hier das absolute Erfolgserlebnis. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Das war's erstmal wieder von mir. Und bis bald.